Der Onkel liest, was er erlebt hat. Als Ringelhut zu Konrads Eltern kam, hatten sie den Jungen schon zu Bett geschickt. »Was habt ihr denn heute wieder angestellt?«, fragte Konrads Mutter, also die Frau von Onkel Ringelhuts Bruder. »Hat er nichts erzählt?«, fragte der Onkel obenhin. »Kein Ton«, erwiderte Konrads Vater. »Der Junge tut, als sei eure Donnerstage das Geheimnisvollste, was es gibt.« »Sind sie auch«, entgegnete Ringelhut. »Übrigens, kriege ich nun ein Glas Bier oder kriege ich keins?« Konrad Mutter schenkte ihm ein und fragte, während er das Glas auf einen Hieb leer trank. »Was für eine Dummheit habt ihr heute gemacht?« »Ach«, sagte der Onkel, »heute ging's sehr lebhaft zu. Auf der Glacisstraße fragte ein Pferd, ob wir Zucker bei uns hätten. Wir hatten aber keinen. Wer denkt denn auch an sowas? Na, und dann kam es in meine Wohnung. Anschließend waren wir beim dicken Seidelbast. Der ging früher in Konrads Klasse. Kennt ihr ihn? Nein? Jetzt ist er Präsident im Schlaraffenland. Besonders nett sind dort die Hühner. Sie legen Spiegeleier mit Schinken. Ja, und dann hatte ich mit Napoleon und Julius Caesar Krach. Sie saßen nämlich auf unseren Plätzen. Auf bezahlten Plätzen. Später trafen wir die kleine rothaarige Babette. Die ist in der verkehrten Welt Ministralrat für Erziehung und Unterricht, weil ihre Frau Mutter dort ausgebessert wird. Mein Hauswirt, der Clemens Waffelbruch, ist übrigens auch dort. Na, der kann's brauchen. Dann waren wir in der automatischen Stadt. Dort lenken sich die Autos von selber. Und dann ritten wir auf dem Äquator zur Südsee. Ein Glück, dass ich meinen Spazierstock mit hatte. Konrad befreundete sich mit einem schwarz- und weiß karierten Mädchen. Petersilie hieß das reizende Geschöpf. Also ich wundere mich immer noch, dass wir rechtzeitig zu Hause waren. Konrads Eltern, die auf dem Sofa saßen, blickten einander entsetzt an. Der Vater sagte ernst, komm, zeig mal deine Zunge. Und die Mutter fragte, willst du einen Priesnitz-Umschlag auf die Stirn? Noch ein Glas Bier will ich, meinte Ringelhut. Aber rasch, sonst trinke ich aus der Flasche. Auf keinen Fall, rief sein Bruder. Keinen Tropfen Alkohol kriegst du mehr. Lieber Julius, sagte Konrads Mutter streng zu ihrem Mann, warum hast du mir bis heute verschwiegen, dass es in eurer Familie Geisteskranke gibt? Hast du Schmerzen im Hinterkopf? Fragte Konrads Vater den Apotheker. War der Junge am Nachmittag zu lebhaft? Du musst strenger mit ihm sein. Ringelhut schenkte sich ein Glas voll, trank und sagte, mit euch ist heute wieder mal nicht zu reden. Ihr seid viel zu ernst für euer Alter. Das hat uns noch gefehlt, rief Konrads Vater. Jetzt machst du uns auch noch Vorwürfe. Wir wären zu alt. Du bist zu jung. Dass du's nur weißt. Das gibt's? Fragte der Onkel. Na denn, Prost. Gehabt euch wohl. Ich guck nach dem Jungen rauf. Mal schauen, wie er schläft. Und gute Besserung, sagte Konrads Vater. Wenn ihr nochmal davon anfangt, rief Ringelhut, renn ich in meine Apotheke, hol Niespulver und spreng euch damit in die Luft. Servus, ihr Trauerklöße. Er kreuzte die Arme vor der Brust, verneigte sich wie ein vornehmer Türke und verließ die beiden, die ihm bewegt nachblickten. Ganz behutsam knipste er in Konrads Zimmer das Licht an. Dann schlich er auf Zehenspitzen zu dem Bett hin. Der Junge schlief fest. Aber plötzlich bewegte er sich, lächelte im Traum und sagte, »Ne Mark wäre mir lieber.« Ringelhut beugte sich über den Schlafenden und flüsterte, »Am nächsten Donnerstag kriegst du eine Dampfmaschine, du Lümmel.« Dann sah er sich im Zimmer um. Auf dem Schreibpult lag ein Heft. Er schlich hinüber. »Deutsche Aufsätze« stand auf dem Heft. Er schlug es auf und blätterte, bis er, was er suchte, gefunden hatte. Er las die Überschrift und dann las er den ganzen Aufsatz. Was ich in der Südsee erlebte. An den Donnerstagen ist's immer Fidel, wegen meinem Onkel, der ist Apotheker und heißt Ringelhut, genau wie ich, weil er mein Onkel ist. Heute war wieder Donnerstag und als ich ihm sagte, ich muss einen Aufsatz über die Südsee machen, weil ich gut rechne und keine Fantasie habe, sagte er, da gehen wir so rasch mal rüber. In die Südsee nämlich. Deinem Lehrer wollen wir's schon zeigen. Tut mir leid, das hat er gesagt. Na, und wie los? Es war eine rasige Tour. Erst in den Schrank im Korridor, dann ins Schlaraffenland. Dann in eine Burg mit verflossenen Fürsten. Dann, wohin schlechte Eltern erzogen werden. Es war lehrreich. Dann in eine völlig elektrische Stadt. Es hat Überschwemmungen gegeben. Der elektrische Strom kochte über. Die Fahrstühle flogen zum Dach hinaus. Wie rauf aufs Pferd
und Ford, wo alles eins. Wir hatten es auf der Glacisstraße getroffen und mit Zucker gefüttert. Und es konnte Rollschuh fahren. Das führt aber zu weit. Mit Hilfe des Äquators, den ich mir anders dachte, ritten wir quer durchs Ozean. Auf eine Südseeinsel. Links und rechts lagen Inseln mit Korallenriffen, auf denen man die berühmten Ketten machte. Und mit Haifischen. Von denen wollte einer meinen Onkel fressen, wegen dem Bauch. Aber er hat gar keinen. Ich, nicht faul, gab ihm einen Denk auf die Schnauze und der Onkel mir eine Mark. Wegen der Dampfmaschine. 4,80 Mark ist zu wenig. Hab ich schon den Dirigierte, ein Affe im Chor? Auch ein Elefant war dabei und klapperte mit Kokosnüssen. Wir dankten, doch sie rissen aus. Besonders hitzig war die Sache mit den drei Tigern. Der Onkel wollte mit dem Spazierstock schießen. Da zogen sie ein weißes Tuch raus und liefen im Urwald. Kängurus trafen wir auch. Die strickten Strümpfe und die Wolle haben sie in ihrem Beutel, den sie haben. Am schönsten war, dass wir Petersilie trafen. Das ist ein kleines Kind und schwarz und weiß gekästelt. Denn ihr Vater ist Häuptling und die Mama bloß Zipfräulein. Sie heulte wegen dem Walfisch, der hinter ihr her war, denn die Walfische sind Säugetiere und im Wasser leben sie nur aus versehentlich. Sie hat ihm die Zunge rausgestreckt und nun war er tückisch. Rabenaas war ein Häuptling mit heißen Bratäpfeln und schoss und vertrieb das Ungeheuer. Leider musste sie dann weiter, weil ihr Vater eine Perle aus der Krone gefallen war. Der Stamm, wo wir zu Mittag aßen, und tauchen konnten die Jungs toll, wollten uns gebratenes Menschenfleisch vorsetzen. Gott sei Dank, sie hatten keins in der Speisekammer. Es gab auch ohne das Verrücktes Elefantensteak und Koteletts von einem Vogel, wie der Strauß einer ist, und Schneckenmus. Onkel Ringelhut hätte fast, aber er hat dann nicht. Er weiß fast stets, was sich gehört. Leider blieb das Pferd dort, um einen Schimmel zu heiraten. Als wir uns von Petersilie verabschiedet hatten, sagte der Onkel, es ist gleich, und wenn wir nicht gleich zum Schrank begegnen, bleiben wir da und lassen uns braten. Aber da kam Rabenaas wieder und hexte den Schrank hin. Und wo wir durch waren, standen wir wieder in Onkel seiner Wohnung und der sprach, nun mach, dass du heimkommst, sonst bräuchst. Denn Vater, meine Eltern haben nichts gemerkt, denn ich kam zum Armbrot zurecht und das ist bei uns Hauptsache. Und dann habe ich mich hingesetzt und den Aufsatz geschrieben. Trotzdem ich in der Südsee war und zurück und einen freien Aufsatz darüber, das soll mir mal einer nachmachen. Ohne meinen Onkel wäre es nicht zu machen gewesen. Aber ist ja aus derselben Familie. Mein Onkel hat's auch gesagt. Das ist wohl alles, was ich... Aber das ist wohl alles, was ich in der Südsee erlebt habe. Kann sein, auch nicht. Aber es war so sehr viel... Wenn man es aufschreibt, vergisst man die Hälfte. Und wer es nicht glaubt, lässt es eben bleiben. Oder kann er meinen Onkel fragen, der weiß, der heißt wie ich und ist Apotheker. Und dann kann er was erleben. Onkel Ringelhut legte das Heft behutsam aufs Schreibpult zurück, ging noch einmal zum Bett hinüber, nickte dem schlafenden Jungen zu, schlich auf den Zehenspitzen zur Tür, drehte sich noch einmal um und sagte, während er das Licht ausknipste, »Gute Nacht, mein Sohn.« Und dabei war es doch nur sein Neffe. Das war der 35. Mai von Erich Kästner. Gelesen von mir. Ich bin Lisa und es tut mir ganz furchtbar leid, dass jetzt gerade das Ende vielleicht ein bisschen unverständlich wurde, nämlich der Aufsatz. Dazu muss man auch sagen, dass der handschriftlich sozusagen in dieses Buch eingesetzt ist und das ganz, ganz schwer zu lesen ist teilweise. Und die Sätze ja auch nicht wirklich einen Sinn ergeben auf den ersten Blick, weil weder Punkt noch Komma drin ist oder wenn, dann an der falschen Stelle. Auf jeden Fall extrem lustig zu lesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich gemacht habe. Wenn ihr das gerne öfter haben möchtet mit anderen Büchern, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn euch das Ganze... Konzept gefällt und ihr sagt, boah, das Video war jetzt eigentlich ganz gut und es macht Spaß, sich das anzuhören, gebt mir doch einen Daumen hoch. Ihr dürft es natürlich auch teilen, da bitte ich sogar drum, weil es echt schade wäre, wenn es jetzt
so in der Versenkung verläuft, weil ich mir da doch schon ziemlich viel Arbeit gemacht habe für. Ja, ansonsten könnt ihr gerne euch durch mein Profil durchklicken. In der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zu meinem Blog. Da schreibe ich über alltägliche Sachen. Ist schon eine Menge zusammengekommen. Ich schreibe bald auch wieder was, wenn ich Zeit finde. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Macht's gut und man hört sich. Und weil es so schön war, ich habe noch einen kleinen Outtake gefunden in meiner Sammlung, wo ich mich, glaube ich, versprochen habe oder die Türklingel war, wie auch immer. Wenn ihr euch den auch noch reinziehen wollt, dann drückt noch nicht weg, denn der kommt jetzt, aber der ist auch nur ganz kurz. Ciao. Lieber Herr Wallenstein, sagte der andere,